Das ist erstmal war er nicht so vorbereitet, das zu erklären, dass er Mahdi ist. Das Ganze lief darum, also das Ganze lief so, dass er erstmal verliebt war an ein Mädchen, eine Nachbarin von ihm, die hieß Mohammadi Begum. Und sie war 20 Jahre jünger als er. Er war verheiratet, hatte Kinder gehabt und er war an sie verliebt. Und er wollte sie unbedingt haben. Er hat alles Mögliche versucht, er hat es immer gescheitert. Bis er dazu gekommen ist, zu behaupten, dass er eine Inspiration bekommen hat, dass er unbedingt dieses Mädchen heiraten wird. Und dass das geschrieben steht und feststeht, dass es seine Frau wird, dass sie seine Frau wird und er wird von ihr 5 Kinder bekommen. Diese Prophezeiung hätte angeblich Jibril ihn inspiriert. Da hat er ihr Vater angeschrieben und diese Briefe haben sie alles, nachdem sie ihn hier festgenommen, durch diese Belästigungen und so, und haben sie ein paar Gerichtsverhandlungen gehabt, haben sie das auch veröffentlicht, damals, nachdem er auch erklärt hat, dass er der verheißene Messias wäre. Und dann auf einmal ist er der Mahdi und der Prophet. So drei auf einmal, Mahdi, Messias und der Prophet. Hat er irgendwie so hingekriegt. Erstmal wollte er mit seiner ganzen Kraft kämpfen, das nachzuweisen, dass Jesus gestorben wäre und wäre da in Kaschmir begraben, damit man nicht an die in den Himmelfahrt glaubt, damit er das auch nachweisen kann, dass ich bin derjenige, der damit gemeint war. Mal Masihu illa Isa ibn Mariam, sagt er, das heißt, Mal Mahdi illa Isa ibn Mariam, das heißt, der Mahdi ist der gleiche Isa von Mariam. Das ist ein arabischer, sagen wir, Umgangssprache, so Muhammad hat das benutzt. Das heißt, Mahdi kommt nur in der Anwesenheit von Messias, von Jesus. Das benutzt man auf Arabisch, sagt Mal Mahdi illa Isa ibn Mariam. Das heißt, Mahdi ist lediglich Jesus. So. Das heißt, die Bedingung für die Erscheinung von Mahdi ist Jesus. Die haben das wortwörtlich genommen. Und wollten die Menschen davon überzeugen, dass derjenige Mahdi ist, ist gleichzeitig der Messias, der Jesus. So, und dann hat er das auch wortwörtlich genommen, dass der Jesus, der Sohn von Maria, wäre er persönlich. Und drei hier, der war auch schwanger, sagte er, hat angegeben, dass er Maria selber war. 9 Monate lang war er mit Jesus schwanger. Weil die glauben auch an die Seelenwanderung, genau wie die Alawiten. Und er meinte, dass Ibrahim a.s. wäre in Muhammad inkarniert. In Jesus und in Jesus ist in Mohammed sozusagen und in Mohammed ist in ihn inkarniert worden. Wir sagen ja So. auch noch, dass nicht nur Isa in ihm inkarniert ist, sondern auch noch Krishna und Ja, Bill. genau. Weil der hat auch hier Kontakt gehabt mit den Krishnas und so. Und er meinte, dass die Menschentum bei den Krishnas sind da deswegen gekommen, weil das ist auch ein Beweis, dass Jesus da war. Die haben das von ihm angenommen, bei den Katholiken. Und solche Behauptungen. Und das Problem ist, der war. Also er war ein guter Gelehrter früher. Also bevor er das angegeben hat, bevor er gesponnen ist, hat er also erstmal angegeben, dass er war ein guter Sufi. Der hat viele Anhänger gehabt, er konnte auch gut reden. Und die Idee kam von seinem Freund, von seinem Kumpel, der war ein Anwalt. Und der hat die erste Behauptung gemacht, dass er der Mahdi ist. Also mit Mahdawiya und so. Ne? Erstmal das mit Mohammed Begum, dieses Mädchen. Hat er das bei ihrem Vater angeschrieben, dass er inspiriert wäre. Und dann, als er hier, sein Freund hat ihn das verklickert, dass du kannst das angeben und hier gibt es sowieso viele Dumme und so, die würden auch dich glauben und so. Erstmal hat er das abgelehnt, so eine Idee. Hat er abgelehnt. Er war ein sehr gläubiger Muslim, er war ein Gelehrter auch. Und als er merkte, dass also durch die Verliebtheit war er fertig, war zusammengebrochen. Er konnte nicht weiter und deswegen hat er angefangen zu schreiben hier, wenn du mir nicht gibst, du wirst sterben, bestimmt wirst du, tot wirst du sterben, den Tod wirst du erleben. Und sie, wenn sie jemand anders heiratet, dann bringt Unglück und ihr Mann wird sterben und sie wird zu mir kommen. Das ist von einem Muqaddar Mahdum. Das heißt, es ist eine festgelegte Vorherbestimmung von Gott, dass sie meine ist. Egal, ob sie heiratet oder so, sie wird auch nicht heiraten können. Auf jeden Fall, die Zeit ist gelaufen, hat sie geheiratet. Und sie bekam auch Kinder. Und diese Prophezeiung hat überhaupt nicht gestimmt, weil erstmal hat er das angegeben, auch die Öffentlichkeit nachher. Seine Anhänger haben Tag und Nacht gebetet, Tag und Nacht in Moscheen gebetet, dass Gott diese Inspiration verwirklicht.
diese Vorhersage, diese Prophezeiung. Und er sagte selber, wenn das nicht zutrifft, dann bedeutet das, dass derjenige mir die Inspiration gegeben hat, Satan war und nicht Gott. So, hat auch gewettet, dass das passieren wird. Auf jeden Fall, die Frau hat geheiratet. Sie haben Hochzeit gemacht und er hat nur zugeguckt. Und nachher stellt sich fest, dass nach seinem Tod diese Frau 16 Jahre mit ihrem Mann glücklich gelebt hat. Und sie bekam Kinder und er hat nicht mal einen Sohn von ihr gekriegt. Ich habe mich beschäftigt mit dieser Ahmadiyya-Sekte und habe festgestellt, das ist Zeitvergeudung, ganz ehrlich gesagt, weil das wie ein Kinderkram. Und dann kamen die Nachfolger von ihm, sie haben das anders interpretiert. Sie meinen, er wäre sehr hoch für uns und so und wir würden das nicht verstehen können, was er damit gemeint hat. Dass Gott ihn mein Sohn genannt hat, das bedeutet viele andere Sachen, was ich. Und dass er behauptet hat, dass er viel besser wäre als die vergangenen Propheten. Und sein Sohn kam als zweiter Khalifa. Die haben ihn auch ins Gericht geholt und so. Und er hat auch da protestiert und gesagt, Abu Bakr und Omar sind nicht würdig, seine Schuhe zu tragen. Und von seinem Vater. Und auf jeden Fall diese Sachen, diese Fehler, die dann nachher geschrieben wurden, in 80 Büchern ungefähr hat er geschrieben. Er und dann nachher kamen seine Nachfolger und die haben auch mehr hier immer wieder was geschrieben. Und dann haben sie festgestellt, dass so eine Religion sich überhaupt nicht verbreitbar ist. Also nicht verbreiten kann. So, dann haben sie versteckt diese Bücher und sie schrieben dann selber von Hidayatullah Höpsch und so, diese Anhänger, die aktuellsten Anhänger von denen, damit sie auch die intelligenten Leuten hier gewinnen können. So hat sich das Ganze in eine Organisation umgewandelt. Das war also, erstmal fingen sie mit so Glaubenssachen und so an und die normalen Menschen haben geglaubt und die haben eine Beschäftigung in ihnen gefunden. Und eine Rettung von sagen wir, von der Umgebung, weil die Regierung, also die englische Regierung, hat ihnen richtig unterstützt mit Geld und mit Macht und alles, ne? Also Begleitung, alles. Sogar sie haben Spionen in die Moscheen geschickt, in Freitagsgebete, sie haben also Listen, ich habe die Kopien auch von denen mit zugeschickt bekommen. Die haben Spionen hingeschickt in die Moscheen und die sollten die Namen eintragen, die Anwesenden, also von den Muslimen, die Aktivisten, so, die an den Dschihad gedacht haben oder geglaubt haben oder falls der Imam irgendwas erzählt von Dschihad und so, die haben das dann nachher weiter an den Engländer gegeben und haben sie pro Kopf ihr Geld kassiert. So neulich jetzt hier nach Gaza-Krieg in Palästin, nachdem hier Gaza massakriert wurde, die haben eine Sitzung gemacht in der Moschee in Kababir, das ist eine Stadt in Israel, in Palästin, und haben sie hier Peres eingeladen. Das hier ist in YouTube drin, kannst du eingeben. Sie haben Perez eingeladen, der Mörder von den Muslimen. Und wie sie ihn behandelt haben, als der Prophet, als ob der Prophet zu ihnen gekommen wäre. Ne? Mit Küsserei und so, und richtig schön zusammen essen und so. Und gerade da, wo Israel hier, wo sogar hier der Westen hat hier protestiert gegen Israel. Dass sie so hier mörderisch mit den Muslimen oder mit den Menschen umgegangen sind. Dass die gerade jetzt in dieser Zeit sich mit denen hier eine Sitzung veranstaltet haben und so und sie ihn zum Essen eingeladen. So, die sind Verräter. Also deswegen konnten die auch nicht in Pakistan leben und in Indien. Sogar die Hindus, die sind auch bei den Hindus nicht gut angesehen, weil die haben auch die Hindus in den Rücken hier gestochen, weil die Hindus, sie haben auch hier eine Revolution gegen die Engländer auch mitgebaut, sozusagen mit den Muslimen. Weil der Feind hat keinen Unterschied gemacht. Also sagen wir, dieser Hass gegen die Bevölkerung dort hat keine Unterschiede zwischen Muslimen und Hindu gemacht. Und dann kommt er und machte seine Hand mit den Engländern zusammen. Er hat selber gesagt, also er hat selber so ein Buch geschrieben, sagt, seit meiner Kindheit war ich hier den Engländern treu und loyal und ich fordere die Muslime auf, diese Gedanke an Dschihad, an selbst hier Verteidigung zu vergessen. Denn diese Engländer sind für uns wirklich ein großer Schutz. Und er nannte die Muslime alle sind verdorbene Milch und die werden also die Richtigen. Kein Ahmadi darf eine Nicht-Ahmadi heiraten. Und der selber, also wie er selber geredet hat und geschimpft,
Hurenkinder, Schweine, Lügner, Affen und so, so redet er mit den Menschen.